Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Part Resistance 2. Ich bin es, euer MC Mafix, und die Dinge sehen hier alles anders gut für uns aus, Leute. Ah! Bestie! Hau ab! Ekliges Viech. So, ihr seht schon, es sieht hier wirklich gar nicht gut für uns aus, Leute. Wir werden hier von Bestien überrannt, Leute. Ah, geh weg! Und ich würde sagen, wir verschanden es, bis sie uns irgendwann mal in Ruhe lassen. Ja, wir sind hier eigentlich hier mit einem wunderschönen Konvoi unterwegs gewesen. Und es sollten ja eigentlich hier schön rausgefahren werden. Doch dies könnte sich ja schwer hier erweisen, Leute. Die Bestien haben uns nämlich hier überrascht, Leute. Und auch wenn wir es erstmal hier geschafft haben, aus unserer schönen Militärbasis hier, die ja überrannt worden ist, von den Bestien rauszukommen, scheint es jetzt immer noch nicht hier so gut für uns zu laufen, Leute. So. Ich denke, welche Waffen wir mitnehmen sollen. Wir sterben hier. Ey. Zwei Schüsse und wir sind immer gleich down. So. Einfach mal draufholzen, Leute. Ihr seht auch, ihr seht schon hier, das Schöne an dieser ganzen Sache ist, man sieht saumig sehr viel, Leute. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Schüsse hier auf mich zufliegen, von allen Seiten. Aber ich glaube, ich habe jetzt doch hier mal ein paar von denen erwischt. So. Es scheint zumindest schon mal so zu sein, dass man nicht instant stirbt, so wie wir es beim letzten Mal hatten. Ein Karabiner, Leute, nehmen wir schon lieber mit, als hier die Magnum. Karabiner ist schon geiler. So. Dazu das Snapper. Lass mich ruhe, lass mich ruhe, lass mich ruhe. Bitte, bitte nicht töten, bitte nicht. Komm schon. Seid mal nett, Bestien. Gell? Komm, ihr wollt mich doch sicher nicht töten. Ich bin doch irgendwie euer Bruder. Mal abgesehen davon, dass ich 1000 eurer Brüder getötet habe. Egal. Diese unwichtigen Details hier, Leute. Details, Leute. Weg. So, immerhin ist das ein ganz geiler Sniper, Leute. Hat echt viel Muni. Tötet zwar nicht so die Gegner mit einem Schuss, so wie unser anderes Sniper-Gewehr, aber doch ganz geil hier, Leute. Ich weiß gar nicht, was das Sekundärfeuer der ist von der Waffe ist, Leute, aber ich sehe eh eine Explosion, also. Mir reicht schon, wenn es irgendwie die Gegner erledigt. Mehr will ich schon gar nicht. Wisst ihr, auf was ich mich freue? Auf Bohrer, Leute. Erinnert ihr euch noch an die coolen Bohrer aus Resistance 1? Wenn die kommen, das wird geil, Leute. Also, für die, die es gerade hier nicht wissen, Bohrer sind die Gegnertypen. Also, hier, ich schätze mal, die wird es in Resistance 2 auch geben, die durch Wände schießen können. Sehr geil, gell, Leute? Sehr geil. So, noch zwei. Einer. Oder... Ach, das war schon. Wenn hier nicht gerade wieder alles durch die Luft fliegt. So, Bohrer sind die Gegner, die durch Wände schießen können. Die haben eine Waffe, die schießt einfach locker flockig durch Wände. Und sie können auch so einen Schutzschild machen. Ja, hammergeile Gegner, Leute. Wird richtig lustig, wenn wir gegen die kämpfen müssen. So, sieht echt gut aus, oder? So habe ich mir das vorgestellt. Oh, Leute, Leute, Leute. Das beginnt ja alles schon mal wieder furchtbar. Ganz ehrlich, Leute. Hier kann man nicht einfach mal locker mit dem Konvoi hier rumfahren. Nö. Kommt hier sofort gleich irgendein Angriff. So. Hey, Bewegung. Okay. Wo muss ich mich hinbewegen? Ich hätte vielleicht zuhören sollen. Dach? Ich habe irgendwas mit Dach gehört. Warte mal. Also hier geht's ja nicht weiter. Ich hätte zuhören sollen. Ich war aber hier so fasziniert, Leute. So. Okay, ich gehe jetzt einfach nochmal da lang. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Ich gehe in die Wildnis, Leute. Ich hab das mit dem Militärleben jetzt satt, Leute. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich gehe jetzt einfach hier in die Wildnis, wird dann hier Tarzan und dann wird alles viel schöner, okay? Wir machen jetzt einen auf Tarzan. Nein. Was war das? What? Uh-oh. Leute, ich befürchte, da wartet irgendwas Schlimmes auf uns. Da wartet uns echt irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Sir, ich habe mich vorne umgesehen. Ich glaube, was ich gesehen habe. Nettes Viech. Scheiße, ich habe ihn verloren. Nettes Viech. Ja, klar, Leute. Oh, oh, wir haben ja noch 15 Schuss mit der geilen Sniper. Oh nein. Leute, ich habe Angst. Oh. Hä? Warum habe ich jetzt eine Granate geworfen? Ich hab den linken Stick kurz reingedrückt und da wirft er eine Granate. Egal. Ich folge dir, mein Typ. Ich weiß, dass du nie mehr sterben wirst. Ey. Drohnen? What the hell? Ja, klar, Mann. 5 Billiarden Drohnen. Ja, klar. Jeder für sich selbst. Teamkollegen, ihr macht das alle. Ihr müsst mich doch hier irgendwie sicher durchbringen, oder? Mir ist wurscht, was aus euch wird. Ich weiß, ich wäre ein Supersoldat, Leute. Ich warte kurz, ich muss die Magnum hier mitnehmen. Wenn ich sie mal finde. So, hier war die schöne Leichen von denen.
Ach, komm schon. Können nur nicht... Ach, verdammt. Wir wissen, dass wir der einzige Überlebende sind. Verdammt! Hört mir ganz auf. Ganz am Anfang der Spielkammer hier diese kleine Cutscene, wo gesagt worden ist, ey, alle hier sind gestorben außer Hale und... Ja, jetzt müssen wir auch, wie das hier alles geschehen ist. Ach, verdammt. Warum müssen wir alle sterben, muss ich? So, noch irgendwo verdammte Drohne. Komm, einfach mal 30 Drohnen angeschossen. So, das ist ein Rossmoor. Ich weiß nicht, was da für Gegner auf uns warten. Wenn das irgendwie... Okay. Ah! Mein Kollege lebt ja noch. Ach so. Wow, das hast du ja geil gemacht. Wie hast du denn das mit überlebt? Ey, ich bin echt stolz auf dich. Hast du, ey, ich hätte es nicht hinbekommen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Da bin ich jetzt. Nein! What? What? Ich habe einen neuen Lieblingsgegner in dieses Spiel gefunden. So, eine Gegner, die ich besonders gut mit dem Karabiner, mit dem Bullseye alle machen kann. Ja, zum Glück habe ich keinen Bullseye bei dabei. Ist es tot? Ich habe Angst, Leute! Das ist unfair! Ich kann mich hier so schön hochbacken, ich will hier bleiben. Alter, Leute! Chamäleons! Also ein Gegner, der sich unsichtbar machen kann und uns dann anhüpft. Hammergeil, Leute! Und er uns mit einer Attacke instant tötet! Hammergeil! So, warte mal. Das tut mir jetzt leid, weil das könnte sein, dass man den Ton doppelt hört. Dafür entschuldige mich, wenn das der Fall sein soll. Aber ich muss den Ton bei mir lauter machen, weil ich höre ja nur dieses Anlaufen. Alter. Die Soundeffekte. Okay. Locker. Ich hab grad so Angst, Leute. Ich hab grad so Angst. Locker, flockig und entspannt. Locker, flockig und entspannt. Locker, flockig und entspannt. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay, mein Kontrollpunkt. Jetzt kommt einer. Alter, hier ist so eine große Fläche. Oh nein. Oh nein. Ich höre Schnaufen. Leute, ich habe so Angst. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Alter. 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 Ich höre irgendwas schießen. Irgendwelche Eulen? Komm schon. Da geht's weiter, okay. Da lang. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Alles gut, alles gut. Oh Leute, es ist... Oh. Es tut mir leid, ich muss mich aber echt konzentrieren, Mann. Diese Viecher machen mir saumäßig Angst und sie töten uns ja mit einem Schlag. Hammergeil, 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 hammergeil. Ich lasse wieder atmen. Kontrollpunkt, okay. Alles gut. So, wo jetzt lang? Die Rosmoor. Die wäre fast schon nicht schlecht gegen die Viecher, weil wir haben nur mal so viel Magnum-Muni. Aber hier haben wir halt den Granatwerfer. Ach, wir nehmen die jetzt mit. Wenn jetzt eine... Alter! Woher kam der denn? Hä? Das war... Ich habe ihn nicht mal gesehen. Also... Ich glaube, er kommt von der Seite oder so. Ach, fies, Mann. Ey, Leute. Geil. Also, geiler Abschnitt. Ganz ehrlich, sieht geil aus und so. Hier der Wald. Aber saumäßig gruselig. Saumäßig gruselig hier. Warte, von wo kam der Mann? Warte, ich geh jetzt mal hier hin. Ey,
jetzt habe ich ihn gesehen. Ich verstehe gar nicht, von wo er der kommt. Der hüpft da von irgendwo runter. Ja, penetriert schon wieder meine Leiche. Ich weiß, das macht dir Spaß. Ey, Leute. Oh, das ist so schlimm, Mann. Diese Viecher. Oh. Die machen so viel Angst, Leute. Die machen mir so viel Angst. Ich mag sowas nicht. So, ich versuche mir jetzt auf so einen verdammten Baumstumpf zu bangen. Dann fertig zu machen. Verdammtes Dreckschig! Hast du davon? Du auch! Komm! Die ganze verdammten Chamäleon-Familie! Oh nein. Kommt! Wollt ihr noch mit der Bär? Bin grad voll gut aufgelegt! So, drei Stück. Drei Stück. War's das? Haben sie aufgegeben? Warum können wir nicht hier hochpacken? Alles gut. Alles super. Locker, flockig und entspannt. Ich hab doch... Nee, es waren nur meine Schritte. Oh mein Gott. 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 Ich hasse es! Ich vermisse so meine Hirscher und Speer, Mann. Die waren mir ja viel sympathischer. Es war eindeutig da. Da kommt jetzt eindeutig einer. Ja, wenn ich da jetzt runtertöpfe. Oh! Oh nein. Nebel. Hammergeil. Sir, Victor 3 hat den Status des Schiffs gemeldet. Die Triebwerke sind aus, aber es schwebt noch. Okay. Immerhin schon mal kein so merkwürdiger Staub mehr. Nebel. Ah, oh, die verdammten Viecher. Greifen die einen an? Vermute ich mal. So, machen wir die so platt. Jetzt habe ich aber noch einen Schuss. Warte, hier lag doch ein Bullseye. Okay, wir nehmen das Bullseye mit. Ach, Leute. Das sind diese kleinen Krabbelfiecher. Die kennen wir schon auch aus Resistance 1. Ich finde die nervig. Aber scheinbar greifen sie hier nicht an. So. So, also zumindest jetzt noch nicht. Hä? Oh, Drohne, Mann. Ich habe gerade ein paar größere Ängste als euch kleine Drohnen hier, okay? Wäre ganz lieb, wenn ihr mich mal durchlassen würdet. Komm schon! Die halten aber viel aus, diese verdammten Viecher. Ey, das ist ja schlimm. Okay. Okay. Oh nein. Oh nein, da hüpft jetzt wieder einer an. Okay. Im Wasser. Alter. Es ist ja nicht euer Ernst, Mann. Es ist ja nicht euer Ernst. Oh, Leute. Es kommt jetzt entweder so ein Hüpfer oder dieser verdammte Fisch wieder. Oh Leute, es ist eigentlich echt ein geiler Abschnitt hier, Leute. Richtig, ich würde sagen, Survival-Horror-mäßige Stimmung wirklich. Und das machen sie auch echt hier richtig gut. Oh Leute, echt schlimm. Okay, aber die Drohnen scheinbar sehen uns erstmal nicht, Leute. Oh. Mir wird es hier schon wieder reichen, wenn nicht mehr diese Hüpfviecher auf einen kommen. Es wird mir schon reichen. Kontrollpunkt, okay. Der Marksman. Ja, das ist ein Sniper. Na, wir behalten es jetzt mal. Wie die auf einmal da alle angehüpft kommen. Okay, aber ich glaube, das war es erstmal von den Chamäleons. Das wird mir schon reichen, Leute. Das wird mir ganz sicher schon mal reichen, wenn die schon mal nicht mehr kommen würden. So. So. Komm schon, mach sie platt. So, gleich kommt das Marksman eigentlich wieder wegtun. Wir haben eh fast schon wieder keine Muni mehr mit dem. Egal, nehmen wir es erstmal noch. Und immer schön die Pumpgun bereithalten. Wenn man wieder angehüpft wird, dann bringt mir der Marksman nämlich gar nichts. So.
Da marschiert wieder eins von den Viechern. Ich weiß es, ich höre es, ich spüre es. Komm. Kommando, habe Sichtkontakt zum Schiff. Roger, Echo. Der kürzeste Weg zum Treffpunkt führt durch die Stadt Oryk. Komm 2, wie ist die Lage? Die Thermalscans zeigen starke Hitze an den vorderen Motoren. Sie können jeden Moment abheben. Wusste ich doch, dass da welche sind. So, die snappen wir kurz alle weg und dann packen wir hier den Karabiner ein. So. Weil der ist mir um einiges lieber. So. Komm schon. Wie sie immer auf einen dumm vorsprinten, das hasse ich. What? Oh nein, ein Bruder! Versucht damit einfach platt zu drücken, oder? Alter, was sind denn das für geile Gegnertypen, Mann? Alter, Leute! Das ist ja nicht mehr feierlich! Was ist denn das für ein mieser Gegnertyp gerade gewesen? Der hat ein Schutzschild, sprintet da auf einen zu. Hammergeil, Leute. Hammer, hammer, hammergeil. So, warte mal kurz. Ich muss kurz deaktivieren. So, ich wollte kurz die Vibration deaktivieren. So, jetzt. Kontrolleinstellung, blub, 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 blub. Weil meine Vibration hier bisher bei dem Gameplay ist ein bisschen kaputt. Ein ganz klein bisschen. So. Und das rüttelt so merkwürdig. Egal. So, machen wir erstmal weiter hier. Alles gut. Alles gut. Keiner. Keiner da. Keiner da. So, das ist das Schiff. Ist mir schon um einiges hier schöner. Oh, dieses schöne 50 Grad Polizei. Das sieht cool aus. So. Wenn hier nicht überall Bestien wären, könnte man ja eigentlich ganz schön leben, oder? Ja, sieht ja eigentlich ganz niedlich, ganz freundlich aus. Ja, aber gleich kommt wieder wahrscheinlich Chameleon, was uns anhüpft. Weg, der verdammtes Alien-Ei. So. Oh, 50 Grad Fernseher. Yeah, Leute. So lässt es sich leben. Habt ihr hier alles schön gesehen? Natürlich. So, verdeckte Operation. Sehr gut. Okay. Was kommt da? Drohnen, oder? Natürlich Drohnen. Es kommen so viele Drohnen in dem Spiel. Ganz ehrlich, in Resistance 1 kamen die auch oft, aber nicht so annähernd so häufig wie hier. Ja, klar. Ich muss erstmal die Drohne erledigen, sonst bin ich hier gleich down. Kriege ich aber nicht hin. So. Aua. 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 Aber alles klar, hier ist schon ein Treffer, Mann. Man kann dem Viech halt auch nicht ausweichen vernünftig. Ich kann nur Granaten werfen die ganze Zeit und hoffen, dass er sich mal kratzt hier. Ich habe ja nicht mal geile Munition, ich habe eine Bumpgun. Ja. Alter, Leute. Aber da war ein Kontrollpunkt, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ich dachte, da unten habe ich gerade Kontrollpunkt erreicht gelesen. Das wäre ganz cool. So, schauen wir mal. Komm schon, ein Spiegel weiter. Oh, Leute. Ganz geiles Level-Design, aber muss man echt sagen, gibt es hier einen Resistance. Ha, da war ein Checkpoint. Ha, oder auch nicht. Hallo? Eine kleine... Nein, jetzt kommen die Bohrer! Ey, hasse euch! So, ich glaube, Viech ist down. Ich hasse Bohrer. So, die Pumpkin können wir auch wegwerfen. Dann nehmen wir die Magnum mit. So. Und ihr seht jetzt auch hier den Bohrer. Ihr seht ihn? Ich zeig's dir nochmal kurz, damit man es auch hier schön sehen kann. Wenn er mal wieder Lust hat, auf mich zu schießen. Okay, hey, es ist doch kein Bohrer. Ich weiß es gerade nicht. Also, doch, es ist ein Bohrer. Ja, es ist eindeutig Bohrer. Er hat auch das Design wie die Bohrer. So. Hallo? Was machst du denn da? Fliegt er über mich so merkwürdig rum? Ich weiß nicht, aber ob wir sie mitnehmen. Ja, nehmen wir sie mal mit hier für die. Das Problem ist, ich brauche die Magnum. Zur Sicherheit halt wieder, wenn doch noch mal eins von den Chameleon-Viechern ankommt, weil ich kann mich mit den anderen Waffen hier nicht durchkämpfen, vernünftig. Und, ja, deswegen, wie gesagt, brauche ich die Magnum. Und ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es gut war, jetzt die mitzunehmen, weil ich habe halt jetzt gegen Standard-Bestien habe ich jetzt halt nur die Waffe hier. Den Bohrer, der ist zwar ganz geil, Leute, wir werden dann auch gleich mal die Funktion noch von dem sehen, aber trotzdem. Leicht wird das sicher nicht. Aber zumindest, Leute, nun gibt es erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal schlagen wir hier kleine, ungeborene Alien-Eier wieder tot. Wir klingen, irgendwie ist das Spiel ganz schön grausam. Naja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Resistance 2. Bis dahin, haut rein, euer MC Muffix. Ciao.